und mit euch gehen in ein neues Jahr. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst im Fernsehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern diesen Gottesdienst von guten Mächten wunderbar geborgen. Schon dieses Lied kann trösten und hoffen lassen. Und das wünschen wir uns, immer wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Auch heute bei diesem Fernsehgottesdienst am Kantatesonntag zu Corona-Zeiten. Wir feiern hier in der St. Cyprian und Cornelius-Kirche in Ganderkesee und freuen uns, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Vielen Dank an O1, den Lokalsender für die Stadt und die Region Oldenburg 1, der uns hier mit seiner Übertragung auf diese Weise zusammenbringt und heute noch einmal einen Gottesdienst überträgt. In etlichen Kirchen kann heute nach den neuesten Lockerungen wieder Gottesdienst gefeiert werden, unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Viele werden dennoch lieber zu Hause bleiben, vielleicht um sich und ihre Angehörigen vor Ansteckung zu schützen. So ist es besonders schön, dass wir nun hier doch miteinander Gottesdienst feiern können. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser Gebet ist ein Lied.
Singt für unseren Gott ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht. Seine starke Hand hat sie ausgeführt, zusammen mit seinem heiligen Arm. Ja, unser Gott hat seine Hilfe bekannt gemacht. Vor aller Welt hat er es gezeigt, dass seine Gerechtigkeit für alle Menschen gilt. Menschen aus allen Teilen der Erde haben die Hilfe unseres Gottes zu spüren bekommen. Begrüßt unseren Gott, alle Menschen der Erde. Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert. Musiziert für unseren Gott mit Harfen und Gitarren, mit Posaunen und mit der königlichen Orgel. Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert mit Trompeten und dem Schall der Hörner. Begrüßt unseren Gott als den König. Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert. Auch das Meer soll brausen mit allem, was in ihm lebt. Die Erde soll johlen mit all ihren Bewohnern. Brecht in Jubel aus, die Flüsse sollen in die Hände klatschen und die Berge sollen jubeln im Chor. Musiziert mit unserem Gott, dass er kommt. Das Evangelium, die gute Nachricht für diesen Gottesdienst, ist eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Sie erinnern sich, Jesus zieht ein in Jerusalem, er reitet auf einem Esel und er wird erwartet und begrüßt. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: Stimmt ein in unser Loblied auf den König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren aber auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu:
bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch, wenn sie schweigen, fangen die Steine an zu schreien. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer, der Sonntag heute hat den Namen Kantate. Übersetzt bedeutet das singt, let us sing. Normalerweise würde da in dem Gottesdienst ein Kindermusical oder eine Bach-Kantate aufgeführt. Aber ausgerechnet an einem Sonntag wie diesem wird uns nun als evangelischen Christen sozusagen der Mund verboten. Jedenfalls ist in den Gottesdiensten, die ab heute wieder in der Kirche gefeiert werden dürfen, der Gemeindegesang untersagt. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, das verstehe ich schon. Und das finde ich auch richtig. Das geht jetzt nicht anders. Aber es ist wirklich ein Verlust. Heute hier bei diesem Fernsehgottesdienst können wir das etwas anders gestalten, da Sie als Gemeinde und wir als Sängerinnen, Sprecherinnen, als Prediger und Kantor uns nicht in ein und demselben Raum befinden, weil diese Bildschirmscheibe zwischen uns ist und wir hier untereinander einen sehr großen Abstand halten. Meine Nachbarin sagte gestern, ich schaue lieber weiter zu Hause den Online-Gottesdienst an und singe in meinem Wohnzimmer aus vollem Herzen mit, als in der Kirche den Mund halten zu müssen. Es gilt eben normalerweise, ein evangelischer Gottesdienst lebt ganz wesentlich von der Musik und von dem Gesang der Gemeinde. So wie mein ganzes Leben von der Musik lebt.
das Nebeneinander von Lesungen und Gesängen, von Texten und Musik im Gottesdienst, knüpft an die jüdische Tradition an. Offenbar war man sich schon sehr früh bewusst, dass Predigten und Reden, bei dem die Gemeinde nur passiv zuhört, zu einseitig und nicht gerade konzentrationsförderlich ist. Ambrosius, ein Gelehrter aus dem 4. Jahrhundert, stellte jedenfalls schon damals fest: Was hat man nicht für Arbeit, in der Kirche das Volk zum Schweigen zu bringen, wenn bloß vorgelesen wird? Sobald aber der Gesang ertönt, ist alles still. Musik hat eben einen besonderen Zugang zu unserer Seele. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt: Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes, nicht ein Menschengeschenk. So vertreibt sie auch den Teufel und macht die Leute fröhlich. Man vergisst dabei allen Zorn, schlechte Gedanken und andere Laster. Ich gebe nach der Theologie, so weiter Martin Luther, der Musik den nächsten Platz und die höchste Ehre. Die Musik kann wirklich so etwas wie böse Geister vertreiben. Die Sorgen und die innere Unruhe, die uns umtreibt, wenn wir nicht wissen, was kommt und wenn wir Schlimmes befürchten. Da war sich Martin Luther offenbar sicher und hat es wohl auch selbst erlebt. Deswegen ruft er uns auch dazu auf, gerade auch dann zu musizieren, wenn uns eigentlich überhaupt nicht nach Musik zumute ist, in guten und in schlechten Zeiten. Musik passt immer, um in der jeweiligen Situation klarzukommen. Die richtige Musik zur richtigen Zeit, das kann nämlich Balsam für die Seele sein. Kennen Sie das? Singt für unseren Gott ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht. Psalm 98, Vers 1. Das ist der Bibeltext für diesen Gottesdienst. Singt für unseren Gott ein neues Lied, denn er hat Wundertaten vollbracht. Das Entscheidende beim Singen ist die Verbindung von Melodie und Text, was beide Gehirnhälften aktiviert und das Herz und den Geist anspricht. Singen könnte das sein, was uns in der Corona-Zeit am Leben hält. Gerade jetzt muss ich für mich und andere singen. Wer selbst singt und Musik macht, der weiß das. Ich singe oft, wenn ich allein im Auto sitze. So einfach für mich, während der Fahrt, ganz frei. Selbst erfundene Lieder und Melodien. Da kommt die Musik einfach aus mir heraus, manchmal auch ganz laut. Bei guten Freunden von mir in der Stadt singen die Nachbarn seit 7 Wochen jeden Tag zusammen auf der Straße vor ihren Häusern: Der Mond ist aufgegangen. Und meistens noch 2, 3 weitere Lieder. Und es werden täglich mehr Leute. Alt
und jung. Sie freuen sich jeden Tag auf diese Viertelstunde, denn sie spüren diese Freude beim Singen und vor allem die besondere Verbundenheit miteinander, die so vielen Menschen gerade fehlt. Musik und Gesang haben eine enorme Kraft der Verbindung. Und viele Menschen lieben diese emotionale Resonanz beim Hören, die Aufregung, die Rührung oder Freude, wie wir sie ja von Konzerten kennen, in den Kirchen oder Konzertsälen. Die wissen alle, welche heiße Quelle des Lebens aus der Musik entspringen kann, welche Wundertaten Gott mit ihr vollbringt. Als wäre sie die Stimme Gottes, voller Harmonie und voller Leidenschaft. Der berühmte und moderne Dirigent unserer Tage, Theodor Korenzis, hat mal gesagt, Musik ohne Spiritualität, das ist nur Geräusch. Musik führt uns in die Tiefe unseres Seins, dehnt den flüchtigen Augenblick, lässt uns bei uns sein und kann unsere inneren Verstimmungen heilen und uns trösten. Es ist gut für uns, für Sie und für mich, wenn wir Musik hören, richtig hinzuhören, sie mit Leib und Seele aufzunehmen, mitzuschwingen, sich mitzubewegen, mitzufühlen. Wer die Musik als Gottesgabe aufnehmen kann, für den wird sie Balsam und Erquickung. Gott erquicket meine Seele. So beten wir immer mit Psalm 23. Und dieses ungewöhnliche, geradezu altmodische Wort Erquickung hat dabei einen guten Klang. Es hört sich an wie eine liebevolle Zusage für uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Doch was bedeutet dieses alte Wort Erquickung eigentlich? Im griechischen Originaltext der Bibel steht dafür die Vokabel Anapausis. Will Gott uns eine Pause schenken? Ruhe für unsere Seelen? Wenn er spricht, wenn seine Stimme erklingt, wenn er Musik entstehen lässt, dann können wir aufatmen und neuen Mut fürs Leben schöpfen. So können wir Abstand gewinnen, nicht voneinander, sondern von all dem, was unser Leben gefangen hält. Mit ihr können wir uns befreien von manchen Ängsten und Sorgen. Wir lauschen einfach den Klängen der Musik. Sie kann Angst in Zuversicht verwandeln, kann aus Trauer Dankbarkeit werden lassen und kann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, Hoffnung wachsen lassen. Das sind die Wundertaten, die Gott durch die Musik vollbringt.
Jammern und Brummen, das Gegenteil also von Musik, führen einen wie eine nach unten gerichtete Spirale immer tiefer in den eigenen Sumpf hinein. Singen und musizieren, Swing and Groove, aber können einen dort herausholen, so wie eine Lerche an einem sonnigen Tag sich in immer neuen Spiralen singend und jubilierend nach oben in den blauen Himmel schraubt. So kann uns Musik auch wieder ins Leben führen. Wirklich eine Gottesgabe. Gott sei Dank. Amen. Nur für uns, vor allem für andere. Gott, du Guter, lass ein Lied der Hoffnung erklingen, für die, die Angst haben, vor Schmerzen, vor Krankheit, vor dem Virus. Und lass uns zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen, besonders in dieser Krise. Gott, du Schöpfer, gib einen langen Atem all denen, die sich weiter für das Klima einsetzen. Und lass uns auch unseren Beitrag dazu leisten, dass es noch eine lebenswerte Zukunft gibt auf der Erde. Gott, du Friedlicher, stimme mit uns ein Protestlied an. Gegen die Kriege, gegen alle Gewalt, gegen Hassreden. Und lass uns selbst Frieden stiften, wo er bedroht ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Öffnen Sie jetzt ihre Herzen und ihre Augen und ihre Ohren und empfangen sie den Segen Gottes, dass sein Wort und sein Lied in ihm klingen mag, weiterhin. Gott segne euch und behüte euch.
Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.